Welche zwei DFB-Stars will Hansi Flick jetzt zum FC Barcelona locken? Und warum könnte das Ganze wirklich im nächsten Sommer gut funktionieren? Welcher Topclub will Wirtz und Musiala verpflichten für über 300 Millionen Euro? Und welche heftige Kritik gab es nun an den Bossen des FC Bayern Münchens? Das und mehr jetzt gleich hier in diesen Highlights. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein in die Highlights. Musiala und Wirtz. Beide haben jetzt erst mal wieder gegen Ungarn gemeinsam gezaubert, hat man gesehen, wie gut das funktioniert. Und da haben sich natürlich einige Bayern-Fans schon, ich sage mal, die Hände gerieben. Ah, sehen wir die beiden bald beim FC Bayern München gemeinsam. Der Verdacht liegt natürlich nahe. Einer spielt ja schon Musiala und dass die Bayern Bock auf Wirtz haben, auch das ist ein Thema, das gibt es seit längerem schon in den Medien. Aber jetzt kommt eben etwas Neues dazu raus, denn da heißt es, es sieht wohl eher so aus, dass ein echter anderer Topclub jetzt im nächsten Sommer gleich beide Spieler holen will. Und wir haben auch gestern schon über das Thema gesprochen. Es handelt sich hierbei um Manchester City. Das berichtet HighETC aus England. Demnach möchte man im nächsten Jahr einen absoluten Rekordpreis für beide Spieler zahlen. Das müsste man auch. Beide Spieler haben einen Marktwert laut Transfermarkt.de von 130 Millionen Euro. Das wird wohl auch die Summe sein, die man für die Spieler haben möchte seitens ihrer Clubs. Beziehungsweise eigentlich sind beide Spieler unverkäuflich. Gerade bei Musiala, da gibt es eben eigentlich bei den Bayern das ganz klare Credo, dem Junge gehört die Zukunft, das soll der neue Thomas Müller werden, wir wollen ihn nicht verkaufen. Das Problem bei Musiala könnte eben sein, sein Vertrag läuft noch bis 2026, sollte er den bis nächsten Sommer nicht verlängert haben, dann könnte ein Abschied die einzig, ich sag mal, logische Lösung eigentlich sein. Bei Florian Wirtz ist es eben ein bisschen anders. Er spielt eben, ich sage mal, nur bei Bayer Leverkusen. Und das würde bedeuten, es gibt hier schon irgendwo, ich sage mal, auch das Drängen des Spielers. Er möchte irgendwann mal zu einem absoluten Top-Club wechseln. Das war jetzt in diesem Sommer nicht der Fall. Es könnte dafür halt eben im nächsten Sommer der Fall sein. Und das könnte dann ein Club wie Manchester City sein. Die beiden Spieler gemeinsam in einem Team, das funktioniert, das haben wir jetzt in der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Die Frage ist, werden wir das tatsächlich in England bei Manchester City sehen? Ganz ehrlich, ich will es nicht ausschließen, aber für mich ist es irgendwie wahrscheinlicher, dass die Bayern Wirtz holen werden. Es gab aber auch schon mal Gerüchte darüber, dass wenn ein Musiala seinen Vertrag nicht verlängert und geht, dann könnte man aus Sicht des FC Bayern Münchens quasi ihn direkt mal mit einem Florian Wirtz ersetzen. Auch diese Option gab es und auch diese Option ist immer noch natürlich im Rahmen des Möglichen. Aber mal gucken, was uns da bis zum nächsten Sommer noch erwartet. Es heißt ja hinter der vorgehaltenen Hand, dass die Bayern im nächsten Sommer alles geben werden, um Wirtz zu holen. Das soll ganz klar das Credo von den Bayern-Bossen sein. Apropos Bayern-Bosse, Freddy Bobic, der hat jetzt eine kleine Ansage in Richtung der Bayern-Bosse gemacht und die hatte es in sich. Was war der Hintergrund dieser Ansage? Es ist eben so, dass Freddy Bobic ein Problem sieht bei den Trainern, dass sie Trainer kaputt machen. Denn ja, wir können es ganz klar sagen, die Mannschaft hatte jetzt in den letzten Jahren nie länger als anderthalb Jahre einen Trainer. Jetzt hat sich Ex-Bundesliga-Manager Freddy Bobic in die Debatte eingeschaltet und die Bayern-Bosse richtig scharf kritisiert. Gegenüber Welt TV, da sagte er, man muss sich halt die Frage stellen, ob der Verein die Trainer kaputt macht. Damit meine ich alle. Er sagte, es sind halt nicht immer oft die Trainer, nur die, die schuldig sind. Es waren mit Tuchel und Nagelsmann zwei hervorragende Trainer bei den Bayern. Und ja, ich glaube im Nachhinein gerade die Entlassung von Nagelsmann, die bereut man auch bei den Bayern so ein bisschen. Das hat man jetzt ja auch schon, Hoeneß hat das zum Beispiel ja immer mal durchblicken lassen, dass es eben so ist. Aber Freddy Bobic, der sagt eben auch, jetzt braucht man eben konstant. Max Eberl und Christoph Freund haben sich Kompany ganz bewusst ausgesucht und das müssen jetzt auch eben die Herren da drüber, Rummenigge und Hoeneß, die einfach mal machen lassen. Er glaubt auch daran, dass Kompany, dass man lange an ihm festhalten wird, zumindest solange es geht. Denn jetzt ist eben auch natürlich eine komplett neue Führungsetage da. Max Eberl ist mittlerweile an Bord, Christoph Freund ist an Bord. Die alten Bayern-Bosse Rummenigge und Hoeneß, die sind so langsam aus dem operativen Geschäft raus, haben natürlich aber im Hintergrund, das wissen wir alle, immer noch ein Wörtchen mitzureden. Öffentlich ziemlich harte Anschuldigung, gerade Richtung Nagelsmann, gerade in Richtung Tuchel, dass natürlich das jetzt nicht gerade die klügste Entscheidung gewesen wäre, die so schnell zu entlassen. Das Trainerchaos der letzten Jahre sieht er eben ganz klar als ein Fehler der Bossetage. Was sagt ihr denn dazu? Seht ihr das auch so oder sagt ihr, ja nee, das war schon letztendlich hier die richtige Entscheidung? Schreibt mir doch eure Meinung da gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, lasst uns darüber mal diskutieren. Wen wir aber wohl noch länger beim FC Bayern München sehen werden, das ist ja zum einen den Mann im Hintergrund, Max Eberl, aber auch wahrscheinlich hier Manuel Neuer und Thomas Müller. Denn
Für beide soll es jetzt bald schon Vertragsgespräche geben. Und für beide heißt das Credo ganz klar Verlängerung. Die beiden sollen doch noch länger bei den Münchnern bleiben. So zumindest die neuesten Berichte. Wie der Transferexperte Ekrem Kuno eben berichtet, planen die Verantwortlichen des Rekordmeisters die 2025. auslaufenden Verträge der beiden Spieler noch um ein weiteres Jahr zu verlängern. Laut Kuno habe man gerade bei Manuel Neuer, der theoretisch noch weiterspielen möchte und dann auch so ein bisschen Interesse in Richtung Saudi-Arabien oder MLS bekundet hatte, hier noch nicht über eine erneute Verlängerung entschieden. Die Sportbild hat auch darauf verwiesen, man muss eben gerade auch gucken, wie es dann um den Spieler aussieht, wenn er bei den Bayern nochmal verlängert, dann nur als absolut gesetzter Stammspieler. Anders sieht das Ganze wohl bei Thomas Müller aus. Den möchte man einfach nur tatsächlich noch ein weiteres Jahr einen Vertrag anbieten, weil er einfach seinen Job aktuell immer noch so gut macht und man würde ihn dann trotzdem weiter gerne wegen seinen großen Erfahrungsschatz, wegen seinen Führungsqualitäten und weil er halt auch einfach eine absolute Vereinslegende ist, nochmal intern honorieren und ihm dann tatsächlich weiterhin als Stabilitätsanker in der Mannschaft halten. Eins ist aber auch klar, sowohl Thomas Müller als auch Manuel Neuer gehören nach wie vor zu den absoluten Top-Verdienern im Club und ich gehe persönlich stark davon aus, dass wenn sie nochmal einen neuen Vertrag bekommen, dann müsste sich das so ein bisschen ändern. Beide müssten zumindest mal auf etwas Gehalt verzichten. Die verdienen beide, glaube ich, um die 20 Millionen Euro. Das sind zumindest mal so die Schätzungen und das ist eine Summe, die wird man ihnen wohl nicht mehr zahlen wollen. Mal gucken. Thomas Müller, der hat ja erst, glaube ich, wieder gegen Freiburg, müsste es gewesen sein, seine Hütte gemacht, gezeigt, dass er immer noch ein wichtiger Teil der Mannschaft ist und immer noch Spiele entscheiden kann. Von daher, warum eigentlich nicht noch ein Jahr? Muss man aber auch so ein bisschen auf den Fitnesszustand schauen, wie es dann im nächsten Jahr aussieht. Ein 50 Millionen Euro Verlust beim FC Bayern München. Ja, ihr hört richtig, die Bayern müssen für ihre ganzen Fehlentscheidungen in den letzten Jahren blechen. Das wurde heute bei Fußballtransfers unter anderem berichtet. Der Kicker hat jetzt auch nochmal das Ganze zusammengefasst. Man muss sagen, seit 2021, seitdem sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge aus dem sportlichen Geschäft zurückgezogen haben, haben die Bayern wohl tatsächlich 50 Millionen Euro an unnötiger Abfindungen, an Gehaltsweiterzahlungen und so weiter und so fort ausgegeben. Man hat in diesem Rahmen natürlich, das wissen wir, unter anderem Hasan Salihamidžić, Oliver Kahn entlassen. Dann ist wohl intern an sich wohl tatsächlich mehr als 20 Funktionäre, die teils sehr, sehr gut belaufende Verträge haben, wurden angestellt und teilweise auch wieder entlassen. Wir sprechen hier über Trainerpersönlichkeiten wie Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, beide eben auch entlassen worden, ein Hermann Gerland, Jörg Wacker, Andreas Jung, Miroslav Klose, alles Persönlichkeiten, die bei den Bayern letztendlich irgendwann dann entlassen wurden und weshalb man eben Abfindungen oder auch solche Gehaltsweiterzahlungen als Ausgaben hatte. Jetzt ist aber das Credo des Clubs wohl ganz klar, nein, das soll sich jetzt ändern, es soll besser werden. Die Bosse haben sich jetzt hier die Köpfe zusammengesteckt und sie wollen jetzt Kontinuität. Eine Position, die hat man jetzt ja schon langfristig besetzt, das ist die von Max Eberl, der soll jetzt weiter und lange der neue Sportvorstand bleiben, zum Beispiel gilt als nächster Punkt auch der Vertrag von Jan-Christian Dresen wohl zu verlängern. Mal gucken, was uns da in den nächsten Wochen und Monaten noch so ereilen wird. Bei den Bayern, da war einiges los. Was habt ihr da so für eine Meinung zu eurer Meinung? Wie immer gerne in die Kommentare. Sprechen wir aber über Transfers. Sprechen wir über XXL-Transfers, dann können wir auch über einen Saliba sprechen. William Saliba ist wohl Thema beim FC Bayern München. Ja, tatsächlich. Der Spieler von Arsenal, der Franzose, ist ein Thema bei den Bayern. Es gibt ja weiterhin immer noch das Credo der Bayern-Bosse. Ja, sie wollen noch einen neuen Abwehrboss holen. Man will sich in der Abwehr nochmal verstärken. Mal gucken, ob es dann im Winter soweit ist oder eben erst im nächsten Sommer. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Bayern bis zum Winter erstmal schauen werden, wie das aktuell läuft. Und sollte es eben nicht laufen, dann hat jetzt Core Offside darüber berichtet, ist ein Hochkaräter ein Thema beim FC Bayern München. William Saliba vom FC Arsenal ist wohl einer der Namen, die hoch im Kurs stehen. Er ist ein echter Abwehrboss, wäre für die Innenverteidigung definitiv eine Bereicherung. Sein Marktwert laut Transfermarkt.de, der ist ungefähr bei 80 Millionen Euro. Mit 23 Jahren ist er natürlich auch noch ein absoluter Youngster, kann dann noch in eine richtig, richtig große Rolle reinwachsen. Ein verrücktes Angebot würde Arsenal wohl tatsächlich über einen Verkauf nachdenken. Core Offside berichtet hier über, ja, ich sag mal 80 Millionen Euro Marktwert, über 100 Millionen Euro, die man schon zahlen müsste. Das wäre schon eine XXL-Summe, bin ich mir auch nicht so sicher, ob die Bayern da richtig Bock drauf haben, über 100 Millionen Euro nochmal in ihre Abwehr reinzustecken, weil da hat man echt schon viele Transfers getätigt, viele Millionen reingesteckt und nie so richtig zufrieden gewesen. Zufrieden war man dann, glaube ich, am meisten mit Boateng und Alaba oder Boateng Hummels, das war die beste Kombination. Seither haben wir einen De Ligt gesehen, einen Lucas Hernandez, die haben auch alle viel gekostet, einen Min Jae Kim und wie sie alle heißen.
Vielleicht hat sich jetzt William Saliba auch in diese Reihe ein. Ich bleibe da weiter am Thema für euch dran. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema, der auch ein Thema bei den Bayern war, jetzt aber auch Thema bei Liverpool ist. Das ist Jonathan Tah. Ja, er ist eben nächstes Jahr ablösefrei zu haben. Und genau deswegen ist jetzt wohl auch die Konkurrenz auf Tah aufmerksam geworden. Er hat jetzt ja auch in einem öffentlichen Statement nochmal ganz klar gesagt, nein, er wird definitiv seinen Vertrag nicht verlängern und wird zu einem Top-Club wechseln wollen. Tah, der soll auch von der Premier League träumen, so berichtet es die Bild. Und jetzt gibt es eben starke Konkurrenz. Der FC Liverpool hat Bock. Sie suchen einen Nachfolger für keinen geringeren als Virgil van Dijk, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer 2025 ausläuft. Und das wäre natürlich ein perfekter Transfer. Er könnte in Riesenfußstapfen reintreten. Er hätte einen gesicherten Stammplatz und man müsste sich hier auch gar keine Gedanken machen um die sportliche Zukunft jetzt aus Sicht von Liverpool. Tah selbst hat ja angekündigt, dass er im nächsten Jahr den Verein verlässt. Es soll ein Topclub sein. Bayern und Liverpool aktuell definitiv interessiert am Spieler. Auch der FC Barcelona ist an ihm dran. Nach Infos von Transferinsider Fabrizio Romano ist aber der FC Bayern München immer noch in der Pole Position. Mal gucken, wie sich das bis zum nächsten Sommer noch so ändern könnte. Und das zum Thema Tah. Topclub, da wird nächstes Jahr wohl auch Paul Wanner spielen. Aktuell an den FC Heidenheim verliehen und ist da mit der Nummer 10 auch schon quasi der Mittelfeldmotor, der Spieler, der die ganze Mannschaft vorantreibt. Der Youngster will 2025 zurückkehren zum FC Bayern München. Er ist aktuell 18 Jahre alt, nächstes Jahr ist er dann 19. Nach 5 Spielen kommt Bayern-Leihgabe Paul Wannheimer für den ersten FC Heidenheim, das darf man nicht vergessen, auf 6 Scorerpunkte. Das ist richtig gut. Aktuell buhlen der DFB und auch der ÖFB, also der österreichische Verband, um den Youngster. Beide Verbände wollen den 18-Jährigen ganz klar auf ihre Seite ziehen. Der Spieler kann sich quasi aussuchen, für welchen Verband er aufläuft. Wie die Bild jetzt berichtet, ist Heidenheim definitiv die letzte Leihstation. Ab Sommer 25 soll sich Wanner beim FC Bayern München durchsetzen. Er will sich in der Bundesliga etablieren, möchte fester Bestandteil der Bayern werden. Er muss ja nicht direkt der Stammspieler werden, aber er möchte wichtig, das ist wichtig für ihn, seine Spielanteile bekommen. Und wenn er weiter sich so entwickelt, wie er das aktuell in dieser Saison tut, so rasant, bin ich mir ziemlich sicher, dass man hier den Spieler tatsächlich bei den Bayern bald in der ersten Elf sehen könnte. Ich bin gespannt, wir haben eben noch über einen Abgang von einem Musiala gesprochen, vielleicht haben wir den Nachfolger ja schon hier in den eigenen Reihen. Es gibt auch nicht wenige Stimmen, die sagen, ja, warum willst du einen Florian Wirtz für 130 Millionen Euro holen, wenn du ein Megatalent wie Paul Wanner in deinen eigenen Reihen hast. Bei aller Ehre, das sind schon hier sehr, sehr krasse Vergleiche. Ich bin gespannt, wie sich der Junge entwickelt. Was sagt ihr zu Paul Wanner und der Entwicklung seiner Person in dieser Saison? Das ist schon richtig was nach vorne. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Hoffentlich keine Verletzungen. Im Hintergrund, ihr seht ihn, Hansi Flick. Er will 2 DFB-Stars. Diese Entscheidung, die soll jetzt Hansi Flick getroffen haben. Und beide sind im nächsten Jahr ablösefrei. Ihr könnt es euch schon fast denken, wenn ihr auf das Thumbnail geguckt habt. Ja, es geht um Joshua Kimmich und ja, es geht um Jonathan Tah. Beide Spieler sind auf dem Radar des FC Barcelonas jetzt aufgetaucht. Beide Spieler wären im nächsten Jahr ablösefrei. Beide Spieler hätten natürlich auch da schon mal den ein oder anderen Bezugspunkt zu eben einem Hansi Flick, denn zum einen Deutscher, man kennt sich. Zum anderen kennt er die beiden Spieler natürlich auch persönlich sehr gut. Er ist der Ex-Trainer auf Vereinsebene von Kimmich und auch in der deutschen Nationalmannschaft war er ja Jonathan Tah vertraut. Ja, beide Spieler haben, wie gesagt, einen Vertrag, der im nächsten Jahr ausläuft. Beide Spieler stand jetzt machen keine Anstalten, diesen zu verlängern. Gerade bei Tah sieht es noch ein bisschen drastischer aus. Der hat jetzt ja schon mal verlauten lassen, ja, er wird seinen Vertrag definitiv nicht verlängern. Er ist seinem Club Leverkusen sehr viel dankbar, aber er wird den Vertrag nicht verlängern. Dann hat Fabrizio Romano, darüber haben wir gestern gesprochen, berichtet, ja, jetzt ist der FC Bayern München in der Pole Position, aber eben auch Clubs wie der FC Barcelona, die gucken sich die Situation ganz genau an. Sie sind bereit zuzuschlagen. Ähnlich sieht es auch bei einem Kimmich aus. Flick würde ihn wohl auch gerne wieder einbauen. Bei Jonathan Tah, da kam auch gestern ein Bericht der Mundo Deportivo raus. Ja, er ist definitiv einer der Top-Transferziele der Katalanen für den nächsten Sommer. Das soll man tatsächlich auch schon den Beratern von Jonathan Tah mitgeteilt haben. Und wie die Mundo Deportivo auch berichtet, ist Joshua Kimmich auch noch ein Thema im Camp Nou. Also beide Spieler sollen gerne nächstes Jahr ablösefrei kommen. Ist natürlich das perfekte Szenario für einen Club wie den FC Barcelona. Die haben nicht viel Kohle. Das heißt, sie könnten sich hier schon mal die fetten Ablösesummen, die für beide Spieler definitiv fällig gewesen wären, die könnte man sich hier locker sparen. Und das wäre natürlich ein echter Jackpot für Barcelona. Mal gucken,
ob einer der beiden Spieler kommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ob beide kommen. Das wäre schon eine echte Überraschung. Ich will es aber nicht ausschließen. Hansi Flick ist ein super Trainer. Da kam auch Kimmich super mit ihm klar. Ich bin gespannt. Der kocht ja auch aktuell richtig gut bei Barca. Und dann sprechen wir noch über Coman. Ihr seht ihn im Hintergrund. Genau da gab es jetzt auch eine Enthüllung, die betrifft auch quasi den FC Barcelona. Denn Kingsley Coman hat wohl Angebote von Arsenal, Chelsea und Man United ausgeschlagen, weil er in der Hoffnung war, dass er zum FC Barcelona wechseln kann. Beziehungsweise er möchte wohl im nächsten Sommer oder im Winter weiterhin zum Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick. Das berichtet El Nacional aus Spanien. Das soll tatsächlich so gewesen sein. Das sind sehr, sehr neue Berichte, dass er wirkliche Angebote ausgeschlagen hat. Bis jetzt hatte man nur von einer Absage an Al-Hilal gehört, was ich komplett nachvollziehen kann, dass Kingsley Coman mit 28 Jahren noch nicht nach Saudi-Arabien wechseln will. Aber anscheinend gab es den ein oder anderen Club noch mehr. Denn laut Informationen der französischen L'Equipe und auch des britischen Transfer-Insiders Grémy Ballet war es wohl so, dass die Bayern auch unter anderem bei verschiedenen Clubs vorstellig geworden sind. Darunter auch Tottenham, darunter eben auch die genannten Clubs. Chelsea, Arsenal, United und der L'Equipe hat auch nochmal gesagt, ja, die Münchner, die haben aktiv den Transfermarkt sondiert und den Spieler verschiedenen Clubs angeboten, damit der Spieler möglicherweise noch verkauft wird. Also hier gibt es die konträren Berichte aus Spanien, El Nacional, die sagen, Coman hat die Angebote der Clubs abgelehnt. Von den britischen Kollegen und von den französischen Kollegen heißt es eher, naja, die Bayern haben ihn angeboten, aber die Clubs wollten ihn nicht. Oder vielleicht wollten sie ihn und dann hat Coman abgesagt, auch das im Rahmen des Möglichen. Trotzdem neue Entwicklungen. Ich bin gespannt auch, wie es mit Coman jetzt im Laufe dieser Saison weitergeht. Und ich bin auch sehr gespannt, ob es im Transferfenster im Winter vielleicht dann noch etwas Neues zu vermelden gibt. Wer könnte jetzt vom FC Bayern München der Nachfolger von Mo Salah werden? Mo Salah, sein Vertrag, der läuft nur noch bis zum nächsten Jahr. Es gilt aktuell als relativ wahrscheinlich, dass er diesen nicht verlängert und dann vielleicht nochmal in Richtung Saudi-Arabien geht. Und da sollen jetzt die Reds wohl tatsächlich nach Leroy Sané Ausschau halten. Leroy Sané gilt als heißer Kandidat, wenn es um die Nachfolge von Mo Salah geht. Liverpool spielt sowieso aktuell eine überragende Saison. 3 Spiele, 3 Siege in der Premier League, die sind richtig gut drauf. Arne Slot hat quasi das Ruder schon fest in der Hand und jetzt hat eben auch das spanische Portal Todo Fiajes berichtet, ja, man sucht jetzt schon einen Ersatz für Mo Salah, dass er geht, ist jetzt ziemlich wahrscheinlich und man hat dabei Bayern-Star Leroy Sané ins Auge gefasst. Besonders pikant bei Sané natürlich, das wissen die meisten von euch, er hat auch nur noch Vertrag bis zum nächsten Jahr. Bedeutet, man könnte Mo Salah, der den Verein ablöst, frei ersetzt, dann auch ablösefrei Leroy Sané verpflichten, sollte er diesen nicht beim FC Bayern München verlängern. Und über diese Verlängerung, da haben wir auch ein paar Infos. Vor der Heim-EM, da hat Sané noch beim Kicker Einblicke gegeben. Es hat gesagt, ja, die Verhandlungen laufen. In den vergangenen Jahren wurde das ja auch oft mal angesprochen. Es gibt Gespräche, diese werden dann nach der EM zu einem geeigneten Zeitpunkt fortgesetzt. Jetzt ist mittlerweile nach der EM. Bislang ist dort wohl noch nichts passiert. Zumindest mal ist nichts bekannt geworden. Hat wohl auch damit zu tun, dass sich Leroy Sané natürlich jetzt erstmal von seiner Leisten-OP erholen will und musste. Wann er jetzt wieder dem FC Bayern München zur Verfügung steht, ist ja aktuell noch offen. Er ist jetzt schon immer mal auf der Bank gewesen. Er holt sich gerade auch aktuell, ist ja nicht bei der Nationalmannschaft mit dabei. Mal gucken. Pikant an der ganzen Sache ist, das spanische Portal Todo Fiajes berichtet darüber, dass Leroy Sané gar nicht beim FC Bayern München verlängern möchte und eine Rückkehr nach England anstrebt. So sind es die Berichte, die uns da aus Spanien eben erreichen. Es soll wohl so sein, dass zum Beispiel auch Manchester City auch an Leroy Sané interessiert ist. Dort hat er ja schon mal gespielt und jetzt eben auch der FC Liverpool. Wie bewerten wir diese Berichte? Man muss sagen, grundsätzlich wundert es mich eh immer erstmal, wenn ein spanisches Portal über einen deutschen Spieler berichtet, der nach England wechselt. Wie kommen da die Verbindungen zusammen? Wie kommen da die Informationen nach Spanien? Das ergibt sich mir nicht so ganz. Ich glaube, Sané ist ziemlich zufrieden aktuell, wie das in München läuft. Bei ihm wird es natürlich auch bei dieser Verlängerung um Geld gehen. Das ist sein letzter großer Vertrag. Wenn er jetzt für 4 Jahre oder sonst was unterschreibt, dann ist er dann auch schon über 30 und man muss schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ich bin gespannt. Ich kann mir alles vorstellen bei Sané. Eine Rückkehr nach England, genauso wie eine Art letzter großer Vertrag beim FC Bayern München. Wie würdet ihr handeln? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Einen großen Vertrag, den hat jetzt auch Serhou Guirassy beim BVB unterschrieben. Da bislang konnte er den Vertrag am Platz noch nicht wieder zurückgeben, denn aufgrund einer Knieverletzung ist er jetzt ja erstmal verletzt ausgefallen. Jetzt aber die guten Nachrichten des Kickers. Ja, es könnte jetzt tatsächlich soweit sein, dass er bereits am Freitag gegen den ersten FC Heidenheim wieder im Kader stehen könnte.
Er fehlte eine echte 9, das hat man auch gemeldet, hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Guirassy, der hat in der vergangenen Saison 28 Bundesliga-Treffer natürlich erzielt und genau diese Rolle soll er beim BVB auch machen. Er soll der eiskalte Vollstrecker werden. Das ist eben ein Adeyemi im Sturmzentrum nicht, das ist aber auch ein Maxi Bayer wahrscheinlich nicht. Das sind alles noch Spieler, die da noch reinwachsen können, aber Guirassy, der muss jetzt hier eben vorangehen, wurde als Leistungsträger geholt. Man hat ja unter anderem auch Haller und Füllkrug abgegeben, weil man mit Guirassy zufrieden war. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass er jetzt zu früh den Einsatz wieder in der ersten Elf hat, dass er vielleicht so ein bisschen sich rantastet und dass man ihn nicht zu früh verheizt. Denn ja, wenn der noch länger ausfällt, dann würde das Borussia Dortmund extrem wehtun. Gerade weil natürlich jetzt auch die Champions League im September wieder ansteht. Ich bin sehr gespannt, was wir da noch berichten können. Ich bleibe da weiter am Thema für euch dran.